Und damit einen wunderschönen guten Hallo hier beim Gerry. Herzlich willkommen zurück. Wir sind in der Winterpause. Wir haben einiges vor, meine Damen und Herren. Da muss jetzt was gehen. Ich bin gespannt. Ich bin schon hier im Blickfeld unterwegs, ne, auf der Seite. Und da seht ihr schon, hier sind schon ein paar Anfragen. Was ist denn da los? Gucken wir uns gleich alles genau an. Bisher die Saison ja super verlaufen. Allerdings haben wir so ein paar Schwachstellen oder schwierige Ecken entdeckt. Die werden jetzt ausgeputzt und ausgesäubert und abgestaubt und weggeschickt. Und dann werden wir neue Sachen holen. Ne? So ist das heutzutage. Man kauft dann einfach neue Sachen, wenn die alten nicht mehr passen. So, wir gucken gleich in die Kommentare rein, weil da sind eben viele, die sich mit den Transfers beschäftigt haben. Zwei haben sich auch bei fmzocker.de im Forum gemeldet. Vielen Dank dafür. Christiansen zum Beispiel. Super Saison, sagt er bisher. Und er wäre ja immer noch für dem, also ne, für den Rechtsverteidiger Dem, für Innenverteidiger Schröck und den Ackmann ST. Gucken wir mal rein. Also Schröck habe ich angefragt und Dem, ich muss sagen, ehrlicherweise, ich weiß ja gar nicht so. Wir haben auch noch unseren Hämmerich und der Kuhn macht es so gut. Bei Dem, ich guck mal, was da jetzt geht bei den anderen erstmal noch, sage ich immer so. Jalcin, der Innenverteidiger, ist auch noch sehr interessant. Den hatten wir den auch hier drin? Oh, den habe ich vergessen. Jalcin, Innenverteidiger-mäßig. Das ist dann hier Robert Jalcin gewesen. Knappe 70er-Typ. Da können wir auch mal gerade anfragen. Wo wären wir denn da unterwegs? Guck mal, das ist aber relativ teuer, ne? Aber dafür unter Marktwert. Wir gucken mal. Ich werde mein Angebot raushauen. Unter Marktwert finde ich immer sehr gut, muss ich sagen. Ne? Gehen wir gleich nochmal ganz genauer rein, was wir da bisher haben. So, dann rechts außen wird er noch jemanden holen, und zwar Elias Kashunga. Und Jaite wird er sofort verpflichten. Er liebt Raphael mit seinem Gefühl im Fuß, aber der macht ja auch nicht mehr lang. Munsi will man auch noch verkaufen, oder haben wir schon verkauft. Dann hast du zwei entwicklungsfähige Stürmer mit Jaise und mit unserem spanischen Talent. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Ja, stürmermäßig. Ich habe bei Jaise auch angefragt, hier verhandelt, weil, schaut mal, wir hätten bei Fran Lopez vorher mal ein Angebot machen sollen. Der sagt nämlich jetzt gerade, ja, momentan liegt ein Angebot von einem anderen Verein vor. Sie können sich in ein paar Tagen nochmal mit dem zusammensetzen. Ja, vielen Dank für nichts. Also ich bin gespannt. Deshalb habe ich Jaite auf jeden Fall mal angefragt, weil der hat zwar nur eine 59, aber der ist gar nicht so weit weg hier von unserem, wo ist er denn, der Spanier? Ach, das ist manchmal die Sortierung, die ist geil. Ne? Ich habe die hier ganz anders sortiert, aber dann, wenn man dann da durchswitchen will, mit 62 und 3 Talent wäre unter Fran Lopez, den wir alle ganz cool fanden. Und er ist jetzt in Anführungszeichen nur 59, aber 3,5, also 7 Talentpunkte. Und er kostet halt Geld, das ist so eine Sache. Ne? Da müssen wir mal gucken. Aber ich finde es ganz interessant und wir haben momentan noch ein bisschen Geld hier über bei Transfers und so. Deshalb gucken wir da mal rein. Also, müssen wir mal hingucken. Dann, Jofu hat auch noch geschrieben, klasse Saison bisher und mit einem Sieg ist man sogar auf Rang 4 und Kräuter Fürth ist auf dem Weg in die dritte Liga. Oje, oje, sagt er da. Dann gucken wir noch rein in die Kommentarspalte der YouTube-Illustrierten, hätte ich bald gesagt. Auch da haben wir einiges am Start. Alex sagt, wir sollen mal Sydney Fried und Niklas Sommer anschauen. Die habe ich jetzt ins Scouting-Fenster reingepackt, lieber Alex, weil die haben wir irgendwie auf 3 oder so gescoutet und ich kaufe ja keine Katze im Sack. Die werden wir uns angucken, wenn die fertig gescoutet sind. Die sahen auf den ersten Blick jetzt nicht so geil aus, muss ich sagen. Aber da kann man sich ja auch irren. Ne? So, dann haben wir Chemie natürlich. Chemie Leipzig, schönen guten Tag, sagt er. Schöner Sieg gegen Regensburg, entspannte Saison, denkt er. Transfertechnisch sieht es echt schwierig aus. Ich finde Dem ja auch immer noch interessant, aber Kuhn macht das natürlich sehr gut aktuell. Gugarin sollte, wenn nichts anderes mehr gefunden wird, auf jeden Fall kommen. Was Besseres scheint aktuell nicht möglich zu sein. Ich weiß, du findest immer noch den jungen Spanier im Sturm gut, aber ich denke, man sollte lieber jemand holen, der gleichwertig mit Raphael dort spielen kann und auch rechts außen und links außen abdecken kann. Da wäre zum Beispiel Osave ein Kandidat. Den habe ich auch mal angefragt. Und das ist der hier, 66 und auf den Außenbahnen jeweils 64, also zumindest eine ganz gute Alternative, auch auf den Außenbahnen.
So ganz überzeugt war ich nicht von ihm, oder bin ich nicht von ihm, auch wegen Einzelspieler hier, das ist ja auch nicht ganz so eine tolle Eigenschaft, aber dann habe ich gesehen, guck mal, Angebot 65.000 Euro. Also ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Da kann man nichts falsch machen mit einem 27-jährigen 66er Typen. Und dann hätten wir drei Stürmer, den Jungen versuchen wir dran zu kriegen. Osave werden wir aufbauen, so als zweiten Mann. Und ja, wer weiß, wie lange unser guter Raphael auf der großen Stufe bleibt. Ne? Den haben wir jetzt in der ersten Hälfte gebraucht für die vielen Tore, für die vielen Punkte, die wir geholt haben, damit wir einfach mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und zwar sowas von nicht. Aber ob wir den dann nächstes Jahr auch noch gebrauchen können, das ist die Frage. Deshalb, ich finde gar nicht so verkehrt, da schon mal einen Fühler Richtung andere Spieler auszustrecken. Und da wir kein Prestige Plus bekommen werden, meiner Meinung nach, wird das mit den Stürmern oder mit den Stärkepunkten auch nicht so viel besser werden. Also habe ich mal angefragt, finde ich ganz interessant. Muss man natürlich auch gucken, was die für Gehälter wollen. Abedin Veli, sehr stark, schade Niederlage gegen KSC. Dann Ronny hat geschrieben, Kiana Hoever von Liverpool, der ist übrigens bei mir bei Wolverhampton. Wäre noch ein Vorschlag, den zu leihen. Ich guck mal gerade mit dir zusammen rein. Ich habe es dir schon da geschrieben und geantwortet. Leihen ist möglich. Der ist irgendwie hier 2,6 Millionen wert. Das heißt, kaufen ist da gar nicht drin. Leihen ist möglich und die wollen, was war denn hier? 150.000, sogar weniger. Also knappe 100.000 hier für eine Leihe. Dann müssen wir da 100% Gehalt übernehmen. Sonst hier, ihr seht's, ne? Das springt immer richtig krass nach unten, wenn man da irgendwie 10% Gehalt einsparen will. Ja, macht ja auch Sinn, das wären 200.000, die denen dann flöten gehen, ne? 260.000. Und dafür, dass der dann hier ein 60er Typ ist, sehe ich nicht, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass der dann hier ein Jahr bleibt, weil wenn du 2 Jahre nimmst, dann hast du hier die 600 oder 700.000 zwei Jahre am Hals als Gehalt, ist ein bisschen viel. Und vor allen Dingen sehe ich den nicht, weil der bringt uns nicht weiter und wir haben auch nicht so eine Not. Also wir wollen jetzt natürlich irgendwie Spieler oder ich will Spieler zusammenholen, die man entwickeln kann oder die zumindest auf ihrer Stärkestufe erstmal so bleiben, weil Prestige, wie gesagt, nicht nach oben gehen wird. Und der hier ist einer, den holt man zum Entwickeln. Eine total gute Idee, aber der ist 60 und der ist dann nächstes Jahr weg, wenn wir aber wieder jemanden bräuchten, weißt du? Deshalb nicht mein Fall, ehrlich gesagt, die Laie. Idee angekommen, verständlich, aber nicht mein Fall, ehrlich gesagt. Ja, Singa, starkes Video. Falls du noch Interesse an einem Stürmer hast, guck mal Paul Glatzel von FC Liverpool an. Vielleicht wäre auch Matthew Hoppe was für dich. Oh, Hoppe habe ich vergessen, aber Glatzel hatte ich mir angeguckt. Und da muss ich auch sagen, da fand ich die anderen interessanter, ehrlich gesagt. Der hat hier nur eine 50. Wir haben ihn noch nicht gescoutet. Ich kann ihn auch nicht scouten, weil er verletzt ist. 8 Wochen lang noch. Also irgendwas Anfang 50er ist das ja meistens dann, weil es abgerundet wird häufig. Anfang 50er für 8 Wochen verletzt. 19 Jahre. Aus England, das ist meistens auch nochmal marktwerttechnisch einfach nochmal eine Schippe obendrauf. Sehe ich auch nicht. Matthew Hoppe, das ist ja der Schalker-Kollege. Matthew Hoppe. Die haben übrigens gewonnen am Wochenende. Was war da denn los? Das habe ich ja gar nicht. Ganz perplex auf jeden Fall. Und der ist auch hier. Wir können den mal scouten. Aber den sehe ich jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb hier, was wir hier so sehen, auch nicht unbedingt momentan bei uns. Ganz ehrlich. Okidoki. Jonas Buhr, es hagelt weiter gute Ergebnisse und Nils Butze sagt auch, super Ergebnisse in dieser Folge, bin gespannt, was du aus dem Budget rausholen kannst. Der junge Stürmer kostet ja so gut wie nix, IV ist wirklich unsere Schwachstelle im Spiel, dazu ein LV-Backup und dann steht die Defensive doch eigentlich. Genau, LV-Backup, da sagst du was, ich guck mal jetzt hier rein, Vertragsverhandlung habe ich jetzt hier mit 1, 2, 3, 4, 5 Leuten am Start und davon sind 3 Innenverteidiger. Also Schröck mit einer 67, finde ich super Idee. Guganging mit der 66 und noch im defensiven Mittelfeld auch noch unterwegs. Finde ich auch eine gute Idee. Robin Jalcin, das wäre dann quasi unser bester Mann so ungefähr in der Defensive. Kann auch noch im defensiven Mittelfeld. Finde ich auch top. Die drei bin ich total dabei. Bei Jalte bin ich dabei, weil ich glaube, den können wir gerade jetzt in der zweiten Hälfte einfach vorne reinschmeißen. Jedes Spiel 30 Minuten kicken lassen. Vielleicht 1, 2 Joker-Tore, der ist 16, den können wir direkt lange an uns binden und dann wird das hier unser Mann. Bin ich auch total dabei.
Und Osave fand ich auch interessant, wie gesagt, wegen, ja, unser Prestige wird sich nicht verbessern und der ist relativ flexibel einsetzbar da vorne und kostet nur 65.000, ne? So, jetzt haben wir sogar noch mehr. Guck mal hier, da geht's ja noch runter. Ach, das ist nur der Abgang von Douglas. So, was uns jetzt immer noch fehlt, ist irgendwie so ein Linksverteidiger. Und da wird's, glaube ich, langsam mau, ehrlich gesagt. Wir haben hier noch einen Jugendspieler, den habe ich noch gesehen, den Crespo. Wird ein bisschen schwierig, weil unser komischer Portugieser ist auch schon Crespo. Müssen wir gucken, wie das dann funktioniert. Und der spricht nur Spanisch, aber der wäre auch sehr, sehr cool. Allerdings sagt er auch kein Interesse, ne? Hätte ich auch mal vorher gucken können. Von daher, ja, schwierige Sache. Linksverteidiger ist eine sehr, sehr schwierige Sache, finde ich. Puh, da müssen wir gucken, wie wir das hingedeichselt bekommen. Die haben wir alle noch nicht gescoutet, deshalb auch nicht so cool. Und Linksverteidiger, ansonsten hier zum Beispiel Array im B, ja, der wird leider Richtung Köln wechseln, da können wir auch nichts machen. Und Luca Netz, den haben wir noch nicht fertig gescoutet, erst auf 6, ne? Das ist auch so ein bisschen problematisch. Den ziehe ich mal hoch. Einen Moment mal hier. Scouts, die Tabelle definieren, ist der hier bei dem hier dabei? Engels, Egerer, Rhein, Hörwer, Görlitz, Polsch, Balitsch. Nee, da ist er nicht dabei. Dann hier bei dem wahrscheinlich. Ach, nee, ich bin gar nicht am Scout. Das ist auch super. Ich dachte, das wäre der Fall. Dann nochmal zurück hier ins Blickfeld. Dann werden wir versuchen, den jetzt noch irgendwie zu scouten in ein paar Wochen. Astra, unten der Pierre de Witt, unser neuer Scout. Der hatte, glaube ich, wenig zu tun. Das heißt, nochmal zurück. Ja, also Linksverteidiger, das ist echt noch so eine Sache, wo ich sage, puh, weiß ich nicht, ob wir da irgendwie noch jemanden finden, der Sinn macht. Simon Aster hatte ich übrigens auch nochmal hier gescoutet, Rechtsverteidiger 60. Rechtsverteidiger bin ich auch nicht sicher, was wir da im Moment so richtig, richtig tun sollen. Schwierig. Schwierig. Aber wir haben auch nicht so Not am Mann, finde ich. Wir haben eine total gute Saison und wir haben hier immer noch auch einen Hemmerich. Gut, der ist jetzt schon 22, nicht mehr 19 und hat eine Insgesamtstärke von 65. Ich finde, das reicht auf der rechten Seite vollkommen aus, ehrlich gesagt, auch als Backup von unserem Kuhn. Und Kuhn ist auch noch nicht über 30. Also ich würde sagen, Kuhn und Kollege Hemmerich sind auf der rechten Seite unsere Verteidiger. Da holen wir keinen Dem mehr und holen wir auch gar nichts anderes mehr. Linke Seite finde ich schwierig und da gucken wir jetzt nochmal gemeinsam einmal ganz kurz hier rein, was wir denn da so finden. Von Stärke, ja gerne so 62 an, realistische Transfers. Alter machen wir mal nicht ganz so hoch hier. Ja, vielleicht sogar einen etwas jüngeren. Weil wir doch da ja schon einen haben, der vom Alter her eher höher angesetzt ist. So, das sind auch hier einige, die wir ziemlich viele da haben. Dann gehen wir mal hier auf 8er hoch, dann sind das nicht mehr ganz so viele. Ja, und da sieht man hier, ne, da sind einige mit Fremdpositionen. Zweite Mannschaft Dortmund, zweite Mannschaft Bayern München. Ja, aber so richtiger Linksverteidiger sollte man vielleicht auch noch einstellen, damit man das findet. Findet man jetzt vielleicht. So, dann haben wir auch hier wieder was. Sascha Hertel zum Beispiel, 21 von Aue. Den finde ich auch, muss ich sagen, hier gar nicht so verkehrt. Guck mal, sprachgebunden, das ist nicht so schlimm. Der soll ja nicht ins Ausland, soll ja nur Deutsch mit uns sprechen. Der ist professionell und nervenstark, finde ich gut. Hier hätten wir einen Portugiesen, das wäre dann nicht so problematisch, weil wir unseren Kollegen Raphael ja noch haben, aber schwache Nerven ist schon mal nicht so cool. Also, außerdem ist der Marktwert viel zu teuer. Aber hier mit 700.000, eventuell können wir uns Sascha Hertel noch schnappen. Den könnte man da auch noch entwickeln, oder? Oder hier, ja, da ist der Rest ist schon wieder hier ziemlich am Abflachen, ehrlich gesagt. Er ist noch ein ganz geiles Talent hier. Holländisch, Mitchell Baker oder Bakker von PSG. Aber der will gewiss auch nicht, oder? Doch, der würde kommen, aber nur, oh, okay, auch nur eine Laie. Ganz ehrlich, Laien sehe ich jetzt nicht. Laien müssen wir vielleicht Anfang der nächsten Saison eine Runde, um uns Spieler zu holen, die wir sonst nicht holen könnten. Dafür, finde ich, sind Laien da. Und nicht für Spielerentwicklung, ehrlich gesagt. Außer man hat ein krasses Talent, wo man sagt, ey, den hauen wir innerhalb von ein paar Wochen um 5-6 Punkte nach oben. Das ist gar kein Problem. Ja, Dominik Franke, den haben wir noch hier. Was bist du für einer? 65?
Oh, 25 Wochen verletzt. Das können wir selber. Da brauchen wir uns nicht einholen für. Da, nee, danke. Vielen Dank, aber nein, danke. Wir gucken mal rein. Kaufangebot. Wo sind wir da? Oh, hier. Das wäre einer über Marktwert. Das ist schwierig. Hey, das wird schwierig. Das. Dann sind wir bei 1,3. Vielleicht kriegt man die auf 1 Million runter. Aber auch das, ne, wenn wir die restlichen Transfers bewerkstelligen wollen. Schwierig. Ein 61er ist dann auch schon wieder. Dafür ist das Talent dann auch nicht geil genug. Ja, egal. Wir gehen jetzt mal in die nächste Woche rein. Guck mal, wir sind schon eine Viertelstunde hier wieder am Rumeiern. Aber ich glaube, es war wichtig, um ein bisschen zu erklären, warum ich viele von euren Sachen gut fand, aber manche halt ja doch nicht genommen habe. So, Memphis Depay von Lyon nach Turin für 45 Millionen bzw. 44 Millionen knapp. Das ist auf jeden Fall ein nennenswerter Wechsel auf jeden Fall. Was haben wir sonst noch hier? Freiburg und Mainz holen sich Leute, okay. Stuttgart holt sich noch jemanden. Der Rest ist jetzt nicht ganz so interessant, glaube ich. Fernando Navarro, den kennt man auch noch vom Namen her auf jeden Fall. Der ist nochmal bei Monterrey. Ist das Uruguay? Ne, Mexiko. Okay. Na, Mexiko gewechselt. Ja, super. Trainerkarussell, gucken wir mal rein. Haben wir keinen hier, ne? Jens Keller, doch. Jens Keller ist jetzt in Brasilien beim Santos FC unterwegs. Natürlich, der Jens Keller. Klar, einmal schön zum Karneval. War ja schon mal Schalke-Trainer, von daher kennt er sich da vielleicht sogar aus. Und wir haben einen neuen Jugendspieler, Catalin Mihai. Das hört sich irgendwie relativ weiblich an, muss ich sagen. Okay, zweiter Talent, 28, nee, brauchen wir nicht. Angebot für David Kupac. Oh, shit. 2,1 Millionen, da können wir nicht Nein sagen. Da können wir nicht Nein sagen, ehrlich. 2,2 Millionen von Bremen, da können wir nicht Nein sagen. Ihr kennt mich, ne? Ich bin ein realistischer Manager. Da müssen wir mit dem Geld was anders machen. Da müssen wir irgendwas Vernünftiges anstellen mit dem Geld. Aber wenn der 1, irgendwas Millionen wert ist hier, 1,4, und wir kriegen 2,2, dann muss der weg. Vor allen Dingen in unserer momentanen Situation, ich sehe uns überhaupt nicht gefährdet. Ich sehe uns sowas von nicht gefährdet. Und genau deshalb werden wir dann auch gucken, ob wir da jemand anderen organisiert bekommen. Ganz einfach. So machen wir das. Hier Feig auf der linken Seite, nur mit 68. Das ist unser Kollege. Können wir mal sagen hier, dass wir den Vertrag mal verlängern wollen. Und das werden wir dann auch gleich direkt mal machen. So. Und wo ich noch so ein bisschen überlege auch mit dem Kollegen, den wir vorne für den Sturm noch organisieren wollen, ob das so Sinn macht oder ob wir nicht einfach knallhart in der nächsten Saison so spielen und die beiden hier auch noch nach oben ballern. In der Rückrunde, nicht in der nächsten Saison, in der Rückrunde natürlich. Ja, also da bin ich jetzt gespannt auf jeden Fall auf die Wechsel hier. Wir krempeln um, ne? Das ist schon mal so. David Kupac soll verpflichtet werden. Und da bin ich gespannt, wie viel wir da rausholen. Und hier werden wir auch noch ein bisschen mehr rausholen. Wir gehen den entgegen mit 160.000. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich sagen die nicht nein. Tobias Schröck lehnt einen Wechsel zu Ihnen nicht ab, aber Begeisterung sieht anders aus. Was ist denn mit dir los, mein lieber Freund? So. Oh. Guckt euch mal an, wo sollen wir denn hier mit dem Gehalt hin? Ach du Scheiße. Guck mal, so viel können gar nicht mehr geben. Ach du Shit. Gehalt. Was ist denn das? Meieieiei. Also da weiß ich nicht. Da habe ich ja gar noch nicht dran gedacht, dass hier vielleicht die Leute gar keinen Bock haben, zu uns zu kommen. Was ist hier sowas? Bringt auch nichts. Geil. Hier, bringt null. Boah! Was ist denn mit hier einer 1 hinmachen? Auch, oh Gottes Willen. Ja, den kriegen wir nicht. Also guck mal, selbst wenn wir hier. Wo müssten wir hier hingehen? Ach, hier, guck mal. Anderthalb oder knapp eine Milde an Handgeld. Und nochmal 700.000 Vertrag. Ja, tut mir leid. Was soll man machen? Ach, vielleicht. Moment. Was ist denn, wenn wir das hier mal. Haha, guck mal da. Aber auch da wird es, glaube ich, immer noch teuer.
Das ist, boah. Der will 400.000, ey, der hat einen Marktwert von 165.000. Liebe Leute, was ist denn los mit euch? Ja, du bist mein wichtigster Spieler. Man könnte jetzt natürlich anlügen hier, ne? Das ginge auch. Aber 400.000 ist immer noch viel Geld, ey. Mittelfristig wirst du lang. Ich mach schon hier einen Nationalspieler. Alter Schwede, puh. Lügen wir die an und machen denen einfach ein neues Versprechen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, wie auch immer. Aber wir gucken einfach mal. Der kann ja auch noch DM spielen. Vielleicht kriegen wir das hin. 340.000 finde ich okay wiederum. Angebot für Kupac nach Spanien. Nö, für 2 Millionen nicht. Nö. So, Simon Asta, das war jetzt auch nochmal ein Rechtsverteidiger. Dreier Talent. Ja, wir haben, da finde ich dann auch unseren Hemmerich auch voll in Ordnung. So, Luca Netz, das ist jetzt mal ein Linksverteidiger hier. Mit 65. Das wäre jetzt jemand, da könnte man doch mal nachfragen. Das wäre schon auf jeden Fall auch einer. Aber guck mal hier, boah. Ja, da ist leider auch nichts zu holen für uns. Da sind wir hier irgendwo bei 1,3 Millionen. Natürlich kommt da jetzt gleich Geld rein durch Kupac, aber ich weiß nicht, ob wir das für einen Linksverteidiger ausgeben oder lieber noch mal dann wieder für einen OM, weil wir keinen OM mehr haben. Oder ob wir einfach nur mit beiden ZM spielen. Also ich bin gespannt hier. Das wird ja richtig wild hier alles. Okay, gut, der hat 22.000. Alles klar, von mir aus. Da können wir auch mal hier so ganz ab und zu mal spielen machen. Dann machen wir hier das hier. Dann machen wir auch keinen Abstieg. Dann machen wir Ligaspielbonus, ist okay. Torbonus kann er von mir aus auch noch mal hier kriegen. Auflaufprämie, ne? Kann er hier mal 200 Euro kriegen. Das ist ja auch jetzt nicht so viel Geld. Und 210 Euro bei... So. Also da können wir ja noch miteinander reden hier. Das ist jetzt nicht so wild auf jeden Fall. Du wirst in der Regel spielen, da wäre er total begeistert. Das gucken wir uns an. Das kriegen wir hin. So, Robin Jalcin. Da bin ich jetzt gespannt. Uiuiui. Da müssten wir hier schon machen. Selbst das ist noch oberpeilig. Also ihr seht, diese Folge hat es in sich. Und zwar in dem Sinne, dass wir einfach keine Spieler bekommen werden. Guck mal, das wegmachen, dann ist auch schon wieder schlecht. Und meistens sind diese Dinger hier auch verbuggt, weil ich habe schon ein paar Mal was mit 100% eingestellt. Auf einmal sind die Ablöse freigewechselt, wenn dann da auf einmal was reinkam. Also ich weiß nicht. Bringt hier 10% was? Bringt auch was, aber... Ja, dann müssen wir eben halt 10% dann abgeben, ne? Schwierig. Schwierige Sache, ey. Boah! Knüppeldick, 250.000 juckt ihn überhaupt nicht. Da sind wir hier bei 400.000, sind wir bei einer gewissen Grundlage. Puh. Und ohne Handgeld sind wir hier bei 500.000. Ach, ja. Eieiei, das ist... Puh. Also in meinem Privatspiel würde ich es ja sogar machen, so ein Ding. Aber ich weiß nicht, ob wir das hier machen. Bei 150.000 können wir hier nochmal runtergehen. Aber es macht auch keinen Sinn, ne? 100.000 hochgehen. 1, 2, 3, ja, wobei bei 3 Mal, 4 Mal, also bei 3 Jahren 4 Mal runterdrücken, dann sind wir bei 120.000, hätten wir ein bisschen... vergleichsweise geworden. Oh, das. Ich mache aus dir einen Nationalspieler, können wir noch sagen. Komm, das versuchen wir einfach mal, oder? Das versuchen wir einfach mal. Wir lügen heute hier was, bis die Balken sich biegen. Aber ob das reicht, ist eine andere Frage. Eieiei, also das wird ganz spannend hier auf jeden Fall. Osave. Auch der Kollege, gucken wir mal, was da so rausholbar ist. Das mache ich immer. Ne? Hier kein Geldabzug bei Abstieg, das bringt immer viel. Option für Spieler bringt immer viel. Wenn man natürlich Abstiegskandidat ist, ist das so eine Frage mit den 20%. Da muss man gucken, wie man damit klarkommt. Torprämie vielleicht auch nochmal so 150. Juckt denn das? Nee, das juckt den gar nicht. Dann kann man es auch weglassen. Okay.
Nicht Abstiegsprämie, ja, so ein bisschen ist okay. Ligaspielbonus ist auch ein bisschen. Lassen wir mal. Das brauchen wir nicht. Wobei bei so einem etwas älteren, 27, ist der ja schon, kann man das auch mal hier machen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir den dann nochmal krass weiterverkaufen werden. Und wenn, dann kriegt er halt 10% davon. Dann ist es halt so. Kriegen hier auf der anderen Seite, kriegen wir jetzt hier die aktuellen Kosten runter. Nämlich hier. So, da müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier... Wirst auch einige Male spielen, das ist okay so. Gucken wir mal, wie die Bock drauf haben. Guging ist der Nächste in der Verteidigung. Da sind wir noch nicht von überzeugt. Da müssen wir noch 10.000 Euro mehr geben. Und jetzt bin ich gespannt, wo der hier hin will mit dem Gehalt. Oberpeinlich schon wieder. Also wir sind auf jeden Fall in dieser Folge einige Male oberpeinlich. Ne? Das ist auf jeden Fall schon ein hartes Programm hier. Auch den werden wir... Oh, alter Schwede, wo soll man denn da hin? Wo soll ich denn da hin? Was ist denn hier los? Da tut's ja gar nichts. Ja gut, ich würde sagen, den können wir uns abschminken. Was ist denn mit dem los hier? Oder liegt's hier dran? Stammplatzgarantie. Also, 1 Million Handgeld und 400.000. Also, ich bitte euch, ey. Ich bitte euch. So, gehen wir hier mal. Gucken wir uns so mal hier an. Dann sind wir wieder bei 330.000. Zukunft des Spielers. Die Mannschaft wird im nächsten Jahr verstärkt. Findet er gut? Ja, das sind dann so Vertrauensfragen, ne? Wir lügen die einfach mal an. Wir lügen die einfach mal an. Wir sind nicht nur oberpeinlich, sondern auch noch Lügner. Also oberpeinliche Lügner. Da bin ich gespannt, wie wir das jetzt hinkriegen. Alles, ey. Puh. Ja, komm, hier 150.000 weg jetzt. Wir brauchen jetzt, glaube ich, jedes Geld, ey. Jedes Geld brauchen wir. So, Kopacz. 2,5. Komm, wir fragen mal an, ob die 2,5 machen. Die sind ja auch schon mal hier bei 2,2 zumindest. Bin gespannt, ey. Oh, hier, mehr Geld verlangen, bitte. 180.000, das können wir alles in den Verein fließen dann. Das ist richtig wichtig für uns. Persönliche Sponsorenverträge, sehr, sehr wichtig, wenn man so einen kleineren Verein hochspielen will. So, Markus Hannes auf der Transferliste. Ja, den wollen wir auch nicht. 24 mit 62 können wir auch mal wieder aus dem Blickfeld entlassen. Und tschüss. Scouting abgeschlossen von Niklas Sommer. Das war ja einer von den gewünschten. Der ist auch hier, guck mal, 57 mit 22 und nicht so geilem Talent. Tut mir leid, vollkommen uninteressant für mich in diesem Spiel hier. Dann haben wir noch Balic, ZM23. Den finde ich auch ganz nett, muss ich sagen. Da muss man schon fast überlegen, ob man nicht in so jemanden investiert, was da reinkommt vom Kopacz. Müssen wir mal gucken. So, Kopacz ist wieder fit. Persönlicher Jugendspieler erreicht Dings hier. Zack, zack. Scouting abgeschlossen. Okay. Das war 9 hier. Dann haben wir Sidney Friede auf. Der ist schon eher interessant mit einer 68. 22 und 3er Talenta. Das ist schon eher. Behalten wir mal offen hier. Und wer bist du? 64er, 19-Jähriger. Der ist ja auch ganz nett. Was, kann man den holen? Der ist nicht überzeugt. Okay, dann brauchen wir den auch erstmal nicht anfragen. Neues Angebot für Guging. Guganging. Das ist aber auch ein Name, ne? Guganging. Guga, der ist gut, der gute Guga. Heieiei, da bin ich jetzt gespannt. Die haben sich... Okay. Die 80.000, die mein Typ hier so angesammelt hat an Geld, werden wir direkt in den Verein reinbuttern. Und dann habe ich das Gefühl, müssen wir bei Finanzstatus ein bisschen von den Transfers hier runternehmen. Weil teuer sind die ja gar nicht so. Ne? Die Transferkosten sind überschaubar, aber die Gehaltskosten, da habe ich das Gefühl, die werden uns jetzt gleich noch Schwierigkeiten machen bei den Forderungen, die hier so zum Teil auf den Tisch legen. Ha,
Ferran Torres wechselt von Man City zu Barcelona für 56 Millionen. Den hätten wir uns holen sollen. Der ist auf der rechten Seite zu Hause. Der läuft da furchen in den Sand mit 81 und einem 8er Talent. Klasse. Aber natürlich kein Geld für uns. Ne? Marktwert 70 Millionen. Also dann war der Deal auch noch sehr stark. Ne? Der für 56 Millionen muss man halt jetzt einsetzen als KI. Okay, okay. Trainerkarussell wird sich nichts geändert haben. Tobias Willi ist Nachfolger von Christian Vieri bei Cremonese in Italien. Ja, okay, von mir aus. Und Tachinardi ist bei La Plata unterwegs. Da fragt man sich, ne, warum wechselt der nicht nach Italien? Wechselt der einfach da nach Argentinien hin? Na gut, dann ist es so. Ja, hier sind wir schon wieder. Da müssen wir hier nochmal hochgehen ein bisschen. Puh, also das wird jetzt spannend. Das wird sehr, sehr spannend. Wen und ob wir hier überhaupt Leute bekommen. So lang ist die Transferphase ja auch gar nicht. Ne? Oh, hier, guck mal. Schröck haben wir schon mal gekriegt. Sehr gut. Der kriegt die Nummer 4. Akzeptiert. Spielervorstellung. Macht man da schon eine Pressekonferenz bei 67ern? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Reicht Webseite, oder? Standesgemäße Vorstellung. Okay, hat nämlich nichts gekostet. Sehr gut. Jan Kirschhoff auf der Transferliste brauchen wir auch nicht mehr. Mit 30 und 68 sehe ich auch nicht. So. Quadvo über die neue Verpflichtung verärgert. Ja. Ist auch geil. Er hat sich vorgenommen, den neuen Spieler wegzubeißen und ihn erst gar nicht im Team reinkommen zu lassen. Yalcin hat keinen Bock. Okay, Yalcin kommt nicht. Ich habe nämlich gerade auch überlegt, wo die jetzt hier sich hier gegenseitig böse sind. Da habe ich gerade gedacht, naja, Quadvo ist ja auch gar nicht so weit weg von denen. Ne? Muss man mal gucken. Und dann ist die Frage, ob wir Everton noch anbieten. Dass wir den noch wettkriegen, weil der ist jetzt 31. Er hat auch keinen Rückhalt hier groß in der Community gehabt. Wenn wir die anderen beiden holen, dann haben wir drei Innenverteidiger, die um 65 bis 67 sind. Er ist zwar 70, aber er ist auch 31. Ne? Das heißt, er wird schnell abbauen. Und wir müssen jetzt schon mal in die Richtung gucken, was sieht nächste Saison aus. Aber für den interessiert sich gerade keine Sau. Das ist schade. Sonst hätte er hier direkt gestanden. Ja, gut. Aber wir müssen jetzt mal hier auffüllen. Ne? Jetzt haben wir wahrscheinlich demnächst haben wir ganz viele Innenverteidiger, aber keine anderen Spieler mehr. Ah, ich sehe schon, da werden demnächst, da haut schon jemand in die Tasten. Habe ich schon das Gefühl. Was sind das denn für Wechsel? Jetzt haben wir nur noch Innenverteidiger. Eieiei. So, wie geht's dir eigentlich? Hier mal ab und zu noch mit den Leuten reden. Und, ja. Du hast Talent, mach endlich was draus. Da kann man die doch mal mit motivieren, oder? Bleibt unverändert. Kann man bei denen hier nicht machen. Schade. Crespo. Geht's dir denn eigentlich? Lodric, ne? Der muss vom Tor auf jeden Fall cleverer werden. Der hat mich sehr enttäuscht, in Anführungszeichen. Ja, noch nicht mal in Anführungszeichen. Der hat mich ehrlich gesagt enttäuscht. So, bei Staude müssen wir mal anfragen. Henrik Bonnmann hier, Quadvo. Vertragt euch wieder. Die sind jetzt erstmal sauer aufeinander, beziehungsweise er. Ne? Aber er wird mit Tobias Schröck reden. Das ist wunderbar. So. Florian, kann man das hier noch sagen? Lodric haben wir schon. Raphael. Klasse, wie deine Dings ist. Ha, also das wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Bei Falk müssen wir auch noch einen Vertrag anlegen, sonst wird der uns auch sauer. Achso, okay. Das ist aber auch deutlich unter seinem... Ja. Was ist denn hier los mit denen? Ey? Was wollt ihr denn alle? Alles oberpeinlich bei euch. Ihr seid doch alle komische Typen. Wie soll das funktionieren? Mit welchem Geld denn bitteschön? Ich mach aus dem Nationalspieler, ja, mit 32 Linksverteidiger, 68er Stärke. War eher nicht ganz so der Fall. Aber ist auch die Frage, ob man hier 400.000 oder x-100.000 machen will hier. Wir bieten es ihm an, weil sonst kriegt er wieder einen Rappel. Wenn man das nicht macht, wir haben ihm nämlich versprochen, ein Angebot zu machen. Ne? Und dann, er wird es nicht annehmen, das ist jetzt auch okay so. Dann müssen wir uns aber überlegen,
was machen wir im Laufe der Saison? Wir kriegen von denen nicht mehr so viel. Das ist auch okay. Bin gespannt, was wir hier mit Staude. Können wir einen neuen Vertrag machen, aber wir können auch eine Option ziehen, weil neuer Vertrag ist wieder. Oh, alter Schwede. Alter Schwede. Vertrag verlängern. Hä? Normalerweise kann man doch dann auch einfach nochmal doch die Option ziehen. Scheiße. Das war dumm. Das war wieder sehr dumm. Boah, Leute, ey. Was? Boah. Scheiße. Ich bin mir irgendwie hundertprozentig sicher gewesen, dass man dann die Option im Nachhinein trotzdem einfach nochmal ziehen kann. Oje, oje. Quadwo will auch einen neuen Vertrag haben. Das ist nicht ganz so viel. Aber auch halt immerhin noch was, gell? Boah, also das wird schwierig. Vor allen Dingen, weil gerade für Staude und für Sontheimer kriegen wir halt jetzt noch ein bisschen Geld zumindest. Nämlich knapp 1 Million, beziehungsweise etwas mehr als 1 Million. Da ist schon fast die Frage, ob man den nicht noch verkauft. Boah, das ist eure Aufgabe. Sontheimer und Staude, was machen wir damit? Der ist auch 70 schon, der Staude hier, Richtung 70 gehend, ne? Ha, was sagt die Uhr? 36 Minuten. Wir gucken jetzt mal hier die Woche hier noch durch, dann haben wir noch 2 Wochen Zeit für Transfers. Und, tja. Ja, komm, dann nehmen wir hier bei Bremen, nehmen wir 2,3 Millionen an. Boah, Lugagin ist auch da. Sehr schön. Quad muss auch hier auch hier sauer, okay. Scouting abgeschlossen bei Hoppe auf 9, das machen wir noch nicht. Webseite bitte, gestandsgemäße Vorstellung. Lukas Gugangin. Gugannik, meine Güte. Freut sich auf die Verstärkung in der nächsten Saison. Ja, freut sich schon mal. Eine 6, nee, 6 ist nicht so eine Verteidigernummer irgendwie. Kriegst hier die 24. Ha. Eieiei, also, was tun, ne? Was ist denn, wenn man hier hinwollen würde? Nicht attraktiv genug, dann können wir den auch wieder rausschmeißen. Und Sydney Friede, Kaufangebot, würde gehen, aber auch. Ne, sind wir auch hier wieder bei 1,3, 4 Millionen Euro. Netz haben wir auch noch. Ah, gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, hier. Gar nicht so einfach bei den oberpeinlichen Lügnern. So, er ist hier dabei. Das akzeptieren wir auch. 35, ne, da kann man mal eine andere Zahl nehmen. 17 ist eine gute Stürmerzahl mittlerweile. So, Webseite. Scout kehrt zurück, hat den Matthew Hoppe. Ja, 2,5 Sterne, 55. Ist jetzt auch nicht so mein Fall bei 19 Jahren, ehrlich gesagt. So, das Gute ist hier bei Osave, sagt auch noch der liebe Raphael, ey, okay, das werde ich mal mir angehen. Die Frage wäre so ein ganz kleines bisschen, ob er nicht auch Lodric dafür dann abgibt. Weil der Lodric, guck mal, wie viele Einsätze der gemacht hat. Der ist 26, der hat 16 Einsätze, ein Tor und auch die Vorlagen, das Doppelte, also 2 wahrscheinlich. Der ist an 3 Toren beteiligt gewesen, an 3. Merkt's euch, nicht so schwierig die Zahl, 3. Und hier haben wir allein 9 Tore auf Staudes Seite und dann nochmal ungefähr die Hälfte davon, also 3 oder 4 Vorlagen. Das sind auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Jetzt ist natürlich die Frage, ob hier so ein Osave da auch zieht. Aber wir haben ja auch noch Florian Flecker. So, und der Florian Flecker, der hat auch hier ein Tor gemacht und irgendwie 2 Vorlagen. Sind auch 3 an 3 Toren beteiligt, ne? Irgendwie sagt mir dieser Lodric nicht so zu. Und der hat immerhin auch einen 725.000er Marktwert. Und ja, und der ist auch,
zusätzlich jetzt, gut, der ist ein bisschen flexibler einsetzbar, dann noch auf der linken Seite, aber so richtig 63, da im OM-Bereich noch. Ja, Kopacz ist ja bald weg, ne? Oder man macht Flecker weg, weil Flecker ist eigentlich nur auf der rechten Seite zu gebrauchen. Und da hätten wir mit Lodric und dann jetzt eben auch Osave und noch unserem Jungen, ja, haben wir da ja eigentlich jemanden. Komm, der geht auf meine Kappe hier. Den werde ich jetzt noch hier versuchen loszuwerden. Zweite Liga, finden wir da jemanden, der da Bock drauf hat? Guck mal da, haben wir jemanden. Und auch direkt für die 850.000. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen höher gepokern können, aber so ist es manchmal. Gucken wir uns dran. So, halbe Woche rum. Zuschlag geht an Kickers. Jaite, der müssen wir noch was bieten hier. Du hast eine große Zukunft, aber du musst Geduld haben. Guck mal, das können wir immer sagen. Der kommt doch dann. So, Forderung stellen hier auf jeden Fall nochmal. 850.000. Ja, da hätte ich ein bisschen mehr verlangen können, glaube ich. Aber jetzt nochmal abbrechen, das taugt auch nichts. Kein Verein an Everton interessiert, das habe ich schon gesagt. Ne? Da wird es schwierig. So, hier haben wir ganz viele, die auslaufen. Aber ich zeige es euch jetzt schon. Ne? Also, Kaufangebot. Entweder kommen die nicht oder wir sind nicht attraktiv genug und so ein Kram. Das ist schon, da holen wir nicht allzu viel. Und die hier noch so stehen, die in Blau, da müssen wir überlegen, was machen wir mit denen. Die müssen wir eigentlich schon irgendwie organisieren eigentlich. Alexander Kreuz, DM 67, 22 Jahre. Ach, ich glaube, wir haben erstmal genug, oder? Wir haben erstmal genug Leute. Was ist denn hier mit dir? Sag doch mal jetzt, ja, ey. Kriegst halt noch 4.000 oder 5.000 von mir aus. 5.000 hier noch an Dings hier. So, Ali Akman, da wird auch jemand. Ah, guck mal da. Zack, da wird jemand angefragt. Wir ändern hier die hier auf 18. Lars Rickennummer. Webseite. Kaufangebot für Kupac 1,9 Millionen. Nee. Und zwar, ja, was ist hier los? Türkspor Augsburg möchten uns haben. Nee, danke. Wir sind hier glücklich. Und Vatanspor Bremen, nee, auch nicht. Bright RMB, der wäre halt auch ziemlich cool, ne? Aber der hat auch einen hohen Marktwert mit 1,9 Millionen. Werden wir uns nicht leisten können. Und Louis Görlich, rechte Seite, 20 Jahre, 63. Ja, wie gesagt, da haben wir meiner Meinung nach eigentlich jetzt ganz gut. Ackmann. Der steht drauf. Aber da werden wir auch nicht hingehen. So, Everton müssen wir gucken. Eigentlich müssen wir den noch loswerden. Scouting abgeschlossen von Borkovic. Innenverteidiger. Den habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Den hätte ich vielleicht holen sollen. Das wird Ärger geben. Also den hätte ich holen sollen als einen von den IVs statt einen von den Älteren. Ja, schade. Aber linksverteidigermäßig wäre das trotzdem vielleicht gar nicht so doof. Was ist denn da? Was müssen wir denn da ausgeben? Sind wir auch ein bisschen über... Bisschen überwert, ne? Was war hier jetzt am Start? Ah, der wird zu teuer. Also den würde ich mir vielleicht noch holen wollen und als Linksverteidiger aufstellen. Und als Linksverteidiger, als Ersatz bzw. Nachfolger sogar von Feig aufbauen. Ah, den habe ich ja gar nicht mehr auf dem Blickfeld gehabt. Das war dumm. Habe ich auch schon mehrfach gesagt in dieser Folge hier. Das war dumm. Eieiei. Guck mal hier. Breitenreiter. Trainer bei Eintracht Frankfurt. Und Jobsicherheit auch nicht mehr so hoch. Da
Da wollen die jetzt hier mit Daniel Fomin etwas richten. Im zentralen Mittelfeld. 70er Typ, ein bisschen mehr dann wahrscheinlich. Mal gucken. Arne Feig. Tja. Erstmal wird das hier nichts, glaube ich, mit Arne Feigs Verlängerung. Hauptsponsor, sehr gut, sehr gut. Immer rein damit. Wilks ist auf der Transferliste. Nee, sehe ich jetzt auch nicht. Noch nicht ausgeschöpft. Arne Feig weist Angebot zurück. Florian Flecker wechselt. Das heißt, wir haben noch mal ein bisschen Geld reinbekommen bei Gehältern und Transfer. Oh, also eine positive Sache ist halt, dass wir wirklich in der nächsten Rückrunde, ich sehe uns schon so spielen, ehrlich gesagt. Wir werden kein OM, glaube ich, mehr holen für Kupac, sondern hier Sontheimer und Crespo spielen lassen und dann immer mal Schneider reinbringen. Das ist ja noch hier ein 63er Jungspund, den wir da haben. Everton, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir den nicht trotzdem noch irgendwie loskriegen. Auch wenn wir den vielleicht hier unter Marktwert irgendwo noch hinknatschen. So, machen wir mal so. Ja, jetzt fragt einer an. Und zwar Fortuna Düsseldorf, okay. Weil er hat eine 69, ist okay. Aber Gugagin ist 6 Jahre jünger und hat eine 65 oder eine 66. Und wir haben Quadvo auch noch. Ich finde, da brauchen wir keinen 31-Jährigen mehr. So einfach ist das. So. Dreiviertelstunde schon wieder. Der Gary ist aber auch am Schwafeln. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was wir hier noch in den 2 Wochen hier machen können. Linksverteidiger, da sehe ich unsere große Baustelle noch. Alle anderen finde ich jetzt eigentlich ganz geil aufgestellt. Wir haben ganz viele junge Leute, die wir hier noch integrieren können hier. Wenn wir noch San Yang da auf die rechte Seite mitnehmen. Osave ist flexibel da vorne drin. Wir haben noch Jaite als 16-jährigen Kicker hier. Den können wir für Everton hier mal auf die Bank setzen. So sähe hier unsere Elf im Moment aus. Und ich finde die ganz nett eigentlich. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ob wir noch irgendwas machen müssen. Im ZM-Bereich haben wir Schneider noch. Guck mal, der ist auch gar nicht so weit weg. Ne? Und Crespo und Sontheimer können jetzt mal als 2 ZMs da einfach ein bisschen rumrühren. Es kommt hoffentlich das Geld von Dings hier noch rein, von Kupac noch rein, für 2,3, 2,4 Millionen. Und dann müssen wir schauen, ob wir das in einen Linksverteidiger investieren. Feig läuft aus und will viel Geld. Ihn habe ich angefragt, wie gesagt, ist auch nicht ganz so teuer. Aber es ist die Frage, ob man da nicht trotzdem mit den 2 Millionen in diese Richtung noch geht hier. Und dann einfach mal, auch wenn es über Marktwert ist, der wird sich ja entwickeln, der ist ja ein 8er Typ hier. Ein 8er Talent. Also mit dem Geld von Kupac würde ich sagen, sollten wir Luka Netz holen. Und mit der Sache lasse ich euch mal alleine. Ich lasse euch nicht ganz alleine, weil wir haben ja noch mehr Sachen. Also Netz? Fragezeichen. Und was machen wir mit Sontheimer und Staude? Und vielleicht sogar Quadvo. Verlängern? Nicht verlängern? Oh, Hemmerich läuft ja auch aus. Oh, so, nee, ich muss jetzt aufhören, sonst kriege ich hier noch einen Rappel. Spannend auf jeden Fall, ein großer Umbruch. Ich bin gespannt. Der Gary ist weg, ich wünsche euch eine schöne Zeit, macht's gut, genießt das Wetter draußen, wenn's schön ist und mümmelt euch ein, wenn's bei euch nicht so schön ist. So, auf Wiedersehen, tschüssi!